Und hier bin ich jetzt, auf dem Victoria Park oder im Victoria Park. Hallo, ich bin der Hauser Solo. Das ist mein Daily Vlog. Viel Spaß mit meinem neuen Video. Hallo, Susi hat neulich ein Interview mit mir gemacht. Das Video ist auch oben rechts nochmal verlinkt. Da hat sie mich nach meinem Wohlfühlort bzw. nach meinem Lieblingsplatz gefragt. Und hier bin ich jetzt. Auf dem Victoria Park oder im Victoria Park, oben auf dem Berg beim Denkmal, das man hier in meinem Hintergrund sieht. Es ist unglaublich warm heute, es sind viele Leute unterwegs und wenn man nicht wüsste, dass Corona ist, dann würde es eigentlich gar überhaupt nicht auffallen. Es ist unglaublich viel los in der Stadt. Ich glaube, ihr habt es da draußen ein bisschen falsch verstanden. Nur weil die Geschäfte wieder offen sind, heißt es nicht, dass ihr wieder haufenweise unter die Leute gehen dürft oder sollt. Das Positive ist, dass sich extrem viele Leute jetzt schon mit einer Maske beschäftigt haben und viele Leute auf jeden Fall in den Öffentlichen jetzt schon eine Maske tragen und auch unterwegs. Wir sind hier und ich zeige euch jetzt mal noch mal ein kleines bisschen herum. Das ist das Denkmal. Da hinten ist der Fernsehturm. Ich weiß gar nicht, ob man den sieht. Ich habe heute von einer Freundin eine WhatsApp bekommen mit einer ziemlich cool gestellten Frage. Und zwar die Frage lautet: Wie ist eigentlich deine Empfindung? Also man hört ja gerade immer wieder, die Menschen werden solidarischer etc. Ich merke davon irgendwie nichts. Also eher im Gegenteil. Also dass vielleicht innerhalb der eigenen Familien, aber nach außen eher weniger. Beziehungsweise, dass die Menschen eher noch mehr eher auf sich gucken, beziehungsweise wo sie bleiben. Oder ist das nur mein Eindruck? Ich fand das eine ziemlich gute Frage und ich erzähle mal aus meinem Empfinden und meiner Beobachtung. Und zwar, was ich so beobachte, ist, dass auf jeden Fall, oder also was ich bei mir beobachte, ist, dass ich auf jeden Fall sehr viel mehr mit der Familie und mit Freunden im Moment im Austausch stehe und auch telefoniere. Und die Gespräche sich tatsächlich nicht nur um Corona drehen, sondern auch um andere Dinge. Und man tatsächlich sich noch mehr für einen interessiert, als es vorher war. Also das ist mein Empfinden. Ansonsten mache ich die Beobachtung, dass man, wenn man unterwegs ist, dass die Leute einem mehr ein Lächeln schenken als vorher und man selber sogar eher auch bereit ist zu lächeln, wenn einem jemand entgegenkommt und aus dem Weg geht und so weiter, dass man da freundlicher schaut als vorher. Beim Einkaufen habe ich die Beobachtung gemacht, dass die Leute sehr viel freundlicher zueinander sind, auch zu den sogenannten Systemrelevanten im Supermarkt und so weiter, dass die ein deutlich ehrlicheres Hallo, wie geht's, vielen Dank und so weiter sagen und schon sehr aufmerksam und bedacht sind. Das ist so mein Empfinden. In der U-Bahn hatte ich die Empfindung, dass die Leute auch etwas mehr aufeinander schauen und eher voreinander aufstehen. Aber das ist tatsächlich nur meine Empfindung. Ich habe tatsächlich gerade nicht ganz so viel Kontakt mit anderen Leuten und deswegen kann ich tatsächlich in diesem Punkt nur von meiner Erfahrung berichten. Tatsächlich. Im Video von Montag, beziehungsweise in dem Video von neulich, wo Susi mich interviewt hat, ging es ja darum auch, wie ich mit dem Universum spreche, was ich ja auch immer hier mache, wenn ich das mache. Und davon werde ich euch im nächsten Video erzählen. Besorgt euch eine Maske, bleibt gesund, putzt euch die Zähne, wascht euch die Hände und denkt dran, es kommt immer anders, wenn man denkt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.